Hallo, ihr Freunde der gepflegten Mittelalterunterhaltung. Wir sind zurück bei Medieval Dynasty und wir gucken uns heute die Talentverteilung an. Wir haben einige Fertigkeitspunkte bekommen und die möchten wir jetzt sinnvoll verteilen. Ich habe bereits ein Video gemacht, da ging es um das Verteilen der Produktionstalentpunkte. Das könnt ihr euch gerne reingucken, wenn das euer Interessensgebiet ist, wo ihr jetzt unbedingt eure Talentpunkte verteilen wollt. Wir wollen uns jetzt in diesem Video die Überlebenspunkte angucken. Überlebenspunkte, Erfahrungspunkte im Überlebensbereich bekommt ihr maßgeblich durch das Sammeln von Gegenständen und das sind tatsächlich in meinen Augen auch die Fähigkeiten, die für meinen Spielspaß die wichtigsten sind. Hier gibt es einige Punkte, wo ich der Meinung bin, die muss man unbedingt haben. Wenn ihr euch beim Verteilen der Punkte, wie soll ich sagen, vertut, wenn ihr was ändern wollt, wenn ihr was anpassen wollt, denkt daran, in Technologie können wir das ganz gut sehen. Hier bei Überlebenstechnik in der Kräuterkette, da können wir den Trank der unbegrenzten Möglichkeiten herstellen. Damit könnt ihr eure Talentpunkte zurücksetzen, dann könnt ihr das Ganze nochmal anpassen. Aber wenn ihr einmal die Fertigkeiten vergeben habt, dann sind die erstmal gesetzt. Das heißt, dann braucht ihr den Trank. Es gibt hier keinen Zurück-Button, mit dem ihr das nochmal anpassen könnt. Dann braucht ihr den Trank und der ist durchaus teuer. Also geht das Ganze mit Bedacht an. So, wir wollten die Überlebenstalente angucken. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wie in allen anderen Bereichen gibt es auch hier die Möglichkeit, 5% mehr Erfahrungsgewinn bei Überlebensaktivitäten zu bekommen. Das ist, wenn ihr ohne an den Spieleinstellungen zu schrauben wollt, eine sinnvolle Angelegenheit. Man braucht wirklich viele Fertigkeitspunkte, um hier das volle Maximum auszuschöpfen. Maximal 15 Punkte sind möglich. Und um diese 15 Punkte zu bekommen, muss man wirklich, wirklich viel tun. Wir haben hier, wenn wir es uns angucken, bei Jagen, da sind wir bei 6 Fertigkeitspunkten. Also nicht mal der Hälfte, da brauchen wir schon 1000. 1000 Fertigkeitspunkte, um hier an die nächste Stufe zu kommen. Bei 12 Punkten sind schon 2500 und für 2500 muss man schon wirklich, wirklich, wirklich viel arbeiten. Ich habe selbst mit hochgeschraubten Erfahrungspunkten hier gerade eine ganze Mine ausgeräumt und ich habe gerade mal 1000 Punkte zusammenbekommen. Also das ist wirklich aufwendig. Da sind diese Prozente, die man hier gewinnen kann, durchaus von Vorteil. Wie gesagt, es macht dann Sinn, wenn ihr die Erfahrungspunkte ausgeskillt habt, wie ich hier, dass ihr dann vielleicht mit dem Trank der unbegrenzten Möglichkeiten nochmal die Punkte resettet, dass ihr die sinnvoll woanders einbringen könnt. Genau. Dann habt ihr hier verschiedene Varianten. Ihr habt erhöhte Giftresistenz, ihr habt bessere Temperaturtoleranz und eben diesen Erfahrungspunkt-Event. Ihr müsst mindestens einen Punkt in dieser Reihe ausgeben, um an die nächsten Punkte heranzugehen. Giftresistenz ist so eine Sache. Es gibt die Möglichkeit, Tränke und Kräuter zu verwenden, um quasi den Gifthaushalt in den grünen Bereich zu bekommen. Was aber durchaus jetzt auch durch die in der aktuellen Version, das hat sich durchaus als schärfer herausgestellt, ist die ganze Thematik rund um die Temperaturtoleranz. Das hat wirklich mehr Effekt, gerade mit Hitze auch im Sommer, Kälte im Winter. Also würde ich da einen Punkt dafür ausgeben, denn der schadet nie. Der absolute Must-Have-Punkt in meinen Augen, das ist der Überlebenssinn. Dadurch könnt ihr Stöcke, Steine, Pilze, Federn und Kräuter im Prüfmodus in der Umgebung finden. Das gucken wir uns gleich sogar mal an, denn das ist wirklich mächtig. Bei Stöcken und Steinen ist es so eine Sache, da ist es nicht wirklich relevant, die sieht man wirklich überall rumliegen. Aber gerade wenn ihr unterwegs seid, um Pilze zu sammeln, ist es wirklich mega. Ihr seht jetzt also hier im Wald, ihr drückt die Alt-Taste und jetzt können wir hier, blau, das sind die Stöcke, das Gelbe, diese kleinen, das sind die Kräuter. Wir sehen hier, hier ist eine Wegwarte, dann finde ich die, dann kann ich die aufsammeln. Das Grüne hier drüben, das sind die Sträucher, die Bärensträucher. Also wenn ich hier bin, dann kann ich mir die Beeren hier einsammeln. Es ist Frühling, die sind noch ein bisschen unreif. Und Pilze kann ich ebenfalls finden. Hier sind jetzt keine Pilze. Im Frühling gibt es nicht so viele Pilze zu finden. Aber die würde ich dann auch sehen. Super Vorführeffekt, hätte ich vielleicht im Herbst machen sollen.
Nee, keine Pilze. Aber wie gesagt, die Pilze würdet ihr auch sehen. Und dann seht ihr schon hier zum Beispiel Breitwegerich. Den sucht man immer. Und dann könnt ihr einfach angehen. Ihr seht an der Form der Kräuter schon, das ist der Breitwegerich. Den suche ich hier und könnt den dann finden. Auch manchmal ist es so, dann steht man da und denkt sich, wo sind denn hier die Steine? Ich finde hier keinen einzigen Stein. Hier gibt es nur Gänseblümchen. Dann macht ihr die Alt-Taste, dreht euch um, seht ihr, ah, hier sind keine. Aber wenn ihr euch umdreht, da drüben, da liegen Steine, kann man welche aufsammeln, die man braucht. Wunderbar. Also das ist wirklich unter all den Fähigkeiten, die man für Talentpunkte kriegen kann, in meinen Augen die beste. Dann gucken wir uns die anderen an. Welche Fertigkeiten haben wir noch, die wir vergeben können? Wir haben jetzt hier auf der gleichen Ebene nochmal mehr Gesundheit. Das ist natürlich auch super. Wir haben schnellere Bewegung im Wasser. Das ist auch wieder ein bisschen abhängig von der Situation, in der ihr seid. Wenn ihr natürlich eine Siedlung habt, die irgendwo an einem Fluss ist und ihr wisst, auf der anderen Seite vom Fluss ist was, was ihr braucht, gehen wir mal davon aus, ihr habt zum Beispiel hier oben auf dieser Insel gesiedelt, ja, und hier drüben ist eine Mine. Dann ist es vielleicht ganz spannend, wenn ihr einfach hier schnell rüberlaufen könnt. Um an die Mine ranzukommen, da müsst ihr hier nicht außen rumlaufen über die Brücke. Oder ihr habt hier eine Siedlung, wo ihr ständig durchs Wasser durchlaufen müsst, weil ihr auf dieser Flussbiegung gesiedelt habt. Oder ihr seid, ich habe hier gerade mein Interimshaus, nee, habe ich jetzt nicht, habe ich in einem anderen Spielstand, habe ich hier ein Interimshaus gebaut und dann gehe ich hier oft über den Fluss drüber, um entweder zum Sumpf zu kommen oder um auch hier in die Stadt zu kommen, dass ich hier nicht außen rumlaufen muss, weil das dann schneller geht. Und da ist es dann praktisch, wenn man einfach diese Fertigkeitspunkte hat, um schneller durchs Wasser zu laufen. Das ist, wie gesagt, sehr situationsabhängig. Dann haben wir Alkoholresistenz. Alkoholresistenz ist dann interessant, wenn ihr verschiedene alkoholische Getränke nutzen wollt, um Buffs abzuholen. Wenn ihr mal guckt, es gibt ja die Möglichkeit, natürlich habe ich jetzt kein Einstecken. Super Vorführeffekt wieder. Natürlich habt ihr die Möglichkeit, beispielsweise Roggenbier zu trinken oder auch Kirschwein für Kälteresistenz ist der ganz gut. Und da könnt ihr dann mehrere verschiedene Getränke trinken, ohne dass das hier eben euren Rauschzustand extrem nach oben treibt. Also von daher. Das ist interessant, wenn ihr vorhabt, davon ja, viel Gebrauch zu machen. Und dann habt ihr noch den Prozenten langsameren Wasser- und Nahrungsverbrauch. Das ist also auch gut, wenn ihr viel unterwegs seid, wenn ihr nicht so viel rumtragt, dann braucht ihr weniger Wasser, weniger Nahrung. Ist also auch sehr praktisch. Tatsächlich ist es aber so, das hier kann ich einfach dadurch umgehen, dass ich Wasser und Nahrung dabei habe. Das hier kann ich grundsätzlich nicht umgehen. Das heißt, ich würde jetzt hier einen Talentpunkt vergeben, nehme diese Wasserbewegung mit, weil es einfach praktisch ist. So, dann haben wir hier oben, das ist tatsächlich wieder eins, wo ich sage, das ist ein Must-Have. Das ist der langsamere Ausdauerverbrauch während der Bewegung. Das heißt, ihr könnt euch schneller bewegen. Ihr wisst ja, wenn ihr lauft und haltet die Umschalttaste, die Caps-Taste gedrückt, dann lauft ihr schneller, dann rennt ihr. So, das verbraucht aber eure Ausdauer. Wenn ihr also hier entsprechend Punkte reingebt, dann ist der Ausdauerverbrauch, den ihr dadurch habt, langsamer und somit könnt ihr länger rennen, ohne dass ihr einen Ausdauerverbrauch habt. Genau, auch hier ist es wieder so, wenn ihr natürlich in den Einstellungen einstellt, dass ihr gar keinen Ausdauerverbrauch habt, dann spielt es keine große Rolle. Aber grundsätzlich finde ich das Spiel mit der Ausdauer durchaus spannend. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, das hier als erstes zu skillen. Also ich würde hier Temperaturtoleranz, dann würde ich mir den Überlebenssinn holen, dann hier irgendwo wahrscheinlich Wasserwandlung ist meiner Meinung nach das Praktischste und dann hier auf jeden Fall die Ausdauer. Das sind die ersten Punkte, die ich unbedingt vergeben würde. So, dann habt ihr noch Punkte übrig. 9 Punkte haben wir noch übrig. Jetzt sind meiner Meinung nach die Geschichte mit dem Schaden und mit den Lebenspunkten durchaus wertvoll. Ich würde erst auf die Gesundheit gehen. Warum die Gesundheit? Den Schaden, das bringt euch nur was, wenn ihr angegriffen werdet. Von Banditen oder von wilden Tieren, dann bringt euch das was. Die Gesundheit bringt euch auch zum Beispiel was, wenn ihr vergessen habt, was zu essen. Das wird ja auch eure Gesundheit reduzieren.
Und da bringt euch das auch was. Ja, ich sollte natürlich immer darauf achten, aber es kann schon mal sein, dass man beim Bergbau Expeditionen irgendwo in den Bergen unterwegs ist, hat keinen Wasserschlauch einstecken und es gibt keinen Fluss in der Nähe. Dann geht eure Lebenspunkte runter, weil ihr nichts zu trinken dabei habt. Und da gibt euch das entsprechend einen Puffer. Das ist also durchaus sinnvoll. Dann würde ich den Schaden erleiden, würde ich entsprechend vergeben. Und dann habt ihr noch 3 Punkte übrig. Wie gesagt, jetzt ist es so ein bisschen die Frage, wollt ihr vielleicht viel trinken, dann ist die Trinkfestigkeit vielleicht sinnvoll. Wollt ihr bequem sein und nicht so viel Nahrung und Wasser verbrauchen? Giftresistenz finde ich nicht wirklich notwendig. Ihr wollt ja nicht so viel rohes Fleisch essen, außer ihr seid ein Sushi-Liebhaber, dann vielleicht. Aber hier würde ich dann weiter auf die Bewegung im Wasser gehen, schnelle Bewegung im Wasser. Und dann würde ich hier unten bei der Temperaturtoleranz noch einen Punkt vergeben. Und dann haben wir unsere 15 Punkte verbraucht. Und hier sind wirklich ein paar wirklich gute Talente dabei. Wirklich, wirklich, wirklich. Jetzt habe ich es oft genug gesagt. Wie gesagt, Gesundheitspuffer, weniger Schaden erleiden, mehr Ausdauer, Überlebenssinn, Temperaturtoleranz. Das sind wirklich alles Sachen, die man täglich braucht. Also das ist jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, okay, das brauche ich nur, wenn ich in der Schmiede stehe, sondern das ist was ich die ganze Zeit brauche und dementsprechend wertvoll. Das sind wirklich coole Punkte. Kann ich allen nur empfehlen, zu gucken, schaut, dass ihr möglichst schnell die Überlebenspunkte zusammen habt. Das ist wertvoll. Wie gesagt, sammelt einfach Sachen auf, Beeren aufsammeln, Pilze sammeln, Kräuter sammeln. Das ist alles Zeug, das ihr brauchen könnt. Und ihr habt wirklich da ziemlich schnell auch Vorteile davon. Macht es. Was auch ein guter Punkt ist, um Überlebenspunkte zu sammeln, ist hier zum Beispiel Ried zu sammeln. Ihr braucht ja Stroh, um eure Dächer einzudecken, für Fackeln und dergleichen. Wenn ihr euch dann hier, ich habe hier schon alles eingesammelt, hier ist kein Ried mehr. Hier ist kein Ried mehr, das ist gut. Gucken wir mal, wir sind ja jetzt schnell im Wasserlaufen, wobei wir hier nicht unter Wasser gehen. Genau, da könnt ihr euch hier einfach reinstellen in so ein Riedgebiet und dann haltet ihr einfach die E-Taste gedrückt und ihr sammelt eins nach dem anderen ein. Das geht wirklich, wirklich fix. Und bekommt auch so schnell Punkte zusammen. Ne? Und wie gesagt, das Stroh braucht er eh. Und ne, das stellt man sich hier rein, sammelt es ein. Es gibt ja ein paar Stellen, da wächst das Stroh wirklich in langen Reihen. Und da hat man das schnell zusammen. Und wie gesagt, ihr braucht es für Dächer, ihr braucht es für Fackeln, ihr braucht es für Tierfutter. Stroh wird wirklich für fast alles gebraucht. Genau, in diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das würde mir große Freude bereiten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Talentpunkte verteilen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, im Überlebensmodus Dinge zu finden. Und wir hören uns und sehen uns wieder. Bis dann. Danke. Ciao, Servus.